Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier von Sizilien. Ich glaube, wir sind jetzt mittlerweile schon bei Video Nummer 10. Und buongiorno tutta Letna. Wir haben hier heute Nacht direkt an der Talstation ist eigentlich das falsche Wort, ne? An der untersten Station der Etnabahn übernachtet. War eine super ruhige Nacht. Ich glaube, es waren ein oder zwei Füchse hier auf dem Parkplatz, die ein bisschen gebellt haben. Sonst war echt alles ruhig. Und heute haben wir was ganz Besonderes vor. Wir erkunden heute mal das Hinterland hier in der Nähe des Ätnas. Aber nicht mit dem Hümer, auch nicht zu Fuß, sondern mit dem Jeep Wrangler Unlimited Rubicon von Wolle. Und der bringt noch einen italienischen Guide mit. Und dann geht's ein bisschen Offroad ins Hinterland. Ja, die Busse fahren auch schon wieder am Ätna, die Gondeln sind auch schon wieder unterwegs. Es qualmt auch immer noch. Oh, der Parkplatz ist gut leer, ne? Das wird sich heute über Tag wieder ändern. Ja, und die Aussicht runter in Richtung Catania, das ist schon irre. Wird sich aber wieder gegen Mittag bewölken, das ist so gemeldet. Meistens ab Mittag ist dann wieder Dunst angesagt. War ein lustiger Abend gestern in Nicolosi. Dementsprechend eine etwas unruhige Nacht, zumindest im Schädel. Aber Elotrans wird's richten. Und jetzt gibt's erstmal Frühstück. Und der Multisaft, der schäumt schon, als wäre da schon Elotrans drin, aber. Ne? Nein, ist nicht. Gut. Also hier brauchst du dann wirklich schon eine Trittstufe, ne? Ei! Ja, aber die habe ich damals extra... Guck dir das mal dir! Der feste Form! Jetzt bräuchte der Dirk, glaube ich, den Hocker. Alter Verwalter! Ja, wir haben jetzt gerade überlegt, ob eine Räuberleiter hier irgendwie sinnvoll wäre. Naja, ich guck mal, ich komme da rein. So, jetzt laufen wir hier mal unter unserem italienischen Guide hierher. Das habe ich euch im letzten Video von oben erzählt. Dieser alte Vulkan, der hier mal stand vor vielen, vielen, vielen Millionen Jahren, der ist dann hier irgendwann kollabiert. Meistens endet es dann irgendwo hier unten. Aber manchmal geht es halt auch weiter bis in Richtung der Ortschaft. Marco sagte gerade, hier stoppte 2001 der Lavafluss direkt vor dem Haus hier. Also sind hier oben wohl einige Häuser kaputt gegangen, aber
die Bedrohung ist hier halt immer. Ja, da kann man schön sehen, wie der von oben runterkam. Ne? Try to imagine ganz hinten noch ein Haus. Structure your house, stay without nothing. Yeah. Nothing. Yeah. And hinten auch in der Ecke. Million. Okay. Ja, hier siehst du jetzt so langsam, wie die Natur sich das wieder zurückholt. Die ersten Flechten da unten ein bisschen Farn. Da unten ist schon wieder das erste Grün. Oh, das hat jetzt 20 Jahre gedauert. Ne? Ja, und nochmal 20, 30 Jahre, dann stehen hier vielleicht auch wieder Bäume. Hier, die wird von den Sizilianern als Wunder bezeichnet, weil die Lava drumherum geflossen ist, aber die Kapelle nicht zerstört hat. Ne? Ja, hier sieht man den Lavafluss runter. Ja, ich hoffe, das kann man erkennen. Da hinten war vorher die Tür und die Lava hat genau an der Tür gestoppt. Ja, das hat man dann auch so gelassen und hat hier eine neue Tür hingemacht. Die Geschichte geht ja hier noch weiter. Ne? Man hat diese Kapelle 1950 errichtet, weil das Dorf von der Lava verschont wurde. Und dann im August 79 hat der Lavafluss genau vor der Kapelle gestoppt, weil er, so sagt man hier in der Bevölkerung, gemerkt hat, dass er jetzt an eine heilige Kapelle rankommt. Also klar, das ist eine Geschichte, ne? Aber irre. Ja, und das sind natürlich alles Geschichten, die kriegst du nur mit, wenn du hier so einen Einheimischen dabei hast, der die Insel und ihre Geschichte und Geschichten auch kennt. Ne? Also, spannender Tag heute. Da ganz rechts oben am Horizont, würde ich fast sagen. Die Lava, die ist knapp einen Monat alt. Die ist noch ganz schwarz. Die ist noch relativ frisch. Ja, und wir standen eben da hinten auf dem anderen Ausläufer. Na, praktisch da drüben irgendwo. Tja, und ganz hinten am Horizont, Taormina, da kommen wir morgen hin. Also es lässt ihm keine Ruhe. Er will jetzt diesen Stich hier fahren. Er will ihn fahren. Und wie immer, die Kamera kann es nicht wiedergeben, wie steil es hier runtergeht. Aber ich glaube, ihr seht es, wie Wolfgang da runterläuft. Ja, und wenn man dann natürlich weiß, dass die YouTube-Kanäle, die ich verfolge, alles Overlanding-Kanäle sind, die alle mit Jeeps unterwegs sind, dann weiß man, wo eigentlich richtig mein Herz für schlägt. Ne? Aber
Jo. Mal schauen. Ja, das ist easy, ne? Das sah so steil aus, aber das ist für den Rubicon No-Brainer. Also, wie auf Schienen, ne? Er hat halt immer nur Angst, dass der mal irgendwie ins Rutschen kommt hier auf dem Untergrund, ne? Ich glaube, wir verkaufen den Hümer und machen Overlanding. Das ist der Hammer, ne? Ha! Was die Kiste drauf hat. Und jetzt gucken wir uns ein Phänomen an, das habe ich auch in einem Reiseführer gelesen. Das entsteht auch nur hier auf Sizilien bei der Lava, dass die diese Höhlen bildet. Ja, da bin ich mal wieder froh, dass ich den Restlichtverstärker hier habe, ne? Als Kamera. Na, bis unten? Ja, ich hole jetzt mal meine Taschenlampe. Und ziemlich tief hier unter der Erde. Vielleicht ist er schon wieder oben raus. Ich geh mal gucken. So, weiter geht's. Hier muss man dann schon fast auf allen Vieren laufen. Und wieder Treppen. Ich sag gerade, früher hatten sie hier keine Stufen. Da hatten sie nur ein Seil. Und da musste man rückwärts mit dem Seil runter. Jetzt hat man Stufen hier reingekloppt. Ja, die Drohnenbilder, die ihr gerade gesehen habt, das war jetzt der letzte Ausbruch 2002. Und wir sind jetzt an der Nordseite, oben im Nebel und in den Wolken. Aber beeindruckend, wie Lava sich hier durchgefressen hat. Ne? Puh, jetzt komme ich mir vor wie James Bond, ne? Geschüttelt, aber nicht gerührt. Ja, eine Spezialität auf Sizilien ist auch noch der Honig. Und jetzt sind wir hier an der Imkerei, die der Franco noch kennt, und da gehen wir jetzt mal rein. But originally it was fine. Production this honey. Uno prende lo per te. Ci fa pubblicità su YouTube, Sì, bello. Ci faccio vedere una mente. So, machen wir ein bisschen Werbung hier für die Imkerei. Ti faccio vedere il laboratorio. Depends place. Jetzt kann man noch eine Führung. Honey from the arriving here,
Poi il telaino pieno di miele che è sigillato. Lo mettiamo in questo macchinario. This is the honey come inside. Taglia i sigilli. Signora, sta cosa sta cosa facendo? Dopodiché poi c'è la bomba qua che ora manca che. Ja, ich schleuder und dann geht der Honig hier oben. Irgendwo darüber und da wird dann verpackt. So, jetzt macht der Wolfgang noch eine Probefahrt mit der Cobra. Also, du kannst dich draufsetzen, wenn du möchtest, ne? Hat der auch eine Anfahrhilfe? Der hat auch eine Anfahrhilfe, ja. Hat er eine Anfahrt? Ja, aber die brauchst du nicht. Oh ja, doch, hat er. Ah, okay. Ja, du hast noch eine Gangschaltung, ne? Ja, mit der Batterie ist es simpel. Ja. Nehme ich, Dirk. Ja, jetzt haben wir uns irgendwie nicht vor der Kamera noch von Francesco Franco verabschiedet. Aber das war mal ein richtig geiler Tag, den wir heute hatten mit Franco und mit Wolle. Wolle sehen wir heute Abend noch zum Abendessen. Und ja, wenn man da irgendwie die Gelegenheit hat, hier mit einem Einheimischen mal rund um den Ätna zu fahren, da lernt man doch noch einiges mehr kennen, als es jeder Reiseführer noch einem beibringen kann. Also das hat richtig Spaß gemacht, das mal hier zu sehen. Und ich hoffe, für euch waren auch ein paar interessante Bilder dabei. Jo, der Ätna liegt mal wieder in der Sonne. Eben war es hier stockfinster. Und jetzt kommt die Sonne wieder raus. Wir machen jetzt mal ein paar Stündchen Pause. Und dann geht es heute Abend nochmal runter Richtung Catania. Ich hoffe, mit etwas weniger Alkohol als gestern Abend. Ja, und auch heute Abend sind wir wieder geschüttelt und gerührt hier unten angekommen. Und da hinten ist die Spaghetteria und da gehen wir jetzt heute Abend hin essen. Ja, Catania abends ist auch verkehrsmäßig anspruchsvoll. Also, vielleicht nicht mit Palermo zu vergleichen, aber... Warte ab. Warte ab, okay. Wir sind ja noch nicht mittendrin. Also hier soll es auch gute Portionen geben. Wolle, das ist jetzt welchem Ortsteil, Stadtteil? Das ist Catania. Ist Catania selbst. Okay. Wenn ich mich dann noch irgendwann daran erinnern kann, verlinke ich euch das natürlich auch unten wieder in der Infobox. Wenn ich dran denke. Also wenn ich jetzt hier mal in die Speisekarte gucke, gibt es hier nur die Wahl zwischen halbem Kilo und einem Kilo. Gut, also ich bleib mal in der Spalte, ne? Weil ein Kilo Nudeln, ey Leute, pack ich nicht, ne? Wahnsinn. In mehreren Tagen vielleicht. Also ich bin heute bescheiden, ich habe mich für die Halb-Kilo-Variante entschieden. Du hast einen Burger, bescheiden, und du hast... auch ein paar Spaghetti. Okay. Also einer hat seine Portion geschafft. Ja. Bei mir gibt es leichte Probleme. Aber bei Wolle sieht es genauso aus. Ja. Ja. Ja, mit den Resten haben wir dann für morgen auch nochmal gekocht. Also für einen reicht's. Boah, war lecker. Aber das ist dann hier mehr oder weniger auch schon Kult, ne? Dass man diese halb Kilo Portion quasi als Einstiegsdroge hier nehmen muss. Wahnsinn. So, jetzt gehen wir noch ein bisschen flanieren in Catania. Na sie? Ja? Also mit Wolle jetzt hier mal durch die Innenstadt von Catania zu fahren, das war eine bewusstseinserweiternde Maßnahme, das muss man mal so ganz einfach sagen. Weil er hat sich den italienischen Gepflogenheiten im Straßenverkehr aber sowas von angepasst. Puh, also ich fahre gern und gut Auto, ne? Aber das hier, leck mich am Arsch. Jo, jetzt flanieren wir noch ein bisschen am Strand. Ich würde ihn euch ja zeigen, aber der ist da im Dunkeln. Ja, Strand, nicht Steilküste, ne? Aber Palmen hat es hier. Also ich krieg's jetzt wirklich nicht besser eingefangen. Das hier ist Aci Castello. Sehr beeindruckend hier auf einem Felsen gebaut. Aber es ist mittlerweile hier echt zappenduster, ne?
Sag du, pass auf, wir sind sowieso fast am Ende der. Jetzt wandeln wir noch ein bisschen durch Acitrezza. Direkt in der Nähe von Catania. So, ihr Lieben. Schöner kann mein Video hier Anfang Januar mit dem Weihnachtsbaum da hinten nicht beenden. Aber wenn das Video läuft, ist der Weihnachtsbaum natürlich schon wieder out of time. Wolle, erstmal vielen lieben Dank für den tollen Tag heute. Gar kein Problem, immer gerne. Morgen früh gehen wir noch lecker frühstücken und dann machen wir uns im nächsten Video weiter nach Taormina. Bisschen hoch die Küste noch Richtung Messina. Gibt es noch irgendwas von den Anwesenden zu sagen? Nö. Schönen Dank, dass ihr da wart. Ja, gerne. Hat Spaß gemacht, euch mal wiederzusehen. Wir hoffen, ihr hattet auch ein bisschen Spaß jetzt hier mit dem Offroad-Video. Wie gesagt, im nächsten geht es weiter wieder mit dem nächsten Highlight hier auf Sizilien. Bis dahin, bleibt gesund. Bis ciao. Dann, tschüss. Bis dann. Arrivederci, sagt man. Ne? Ciao, ciao. Ciao, ciao.